Hey, hallo Rihorn, bist du ready in dem neuen Blaubeer-Akademie-Areal hier in dieser großen Kuppe uns zu erkunden? Ich glaube, er mag mich nicht, er ignoriert mich einfach. Aber ihr ignoriert mich nicht, Leute. Deshalb willkommen zurück und schaut mal, was wir hier alles für Leute haben. Unsere altbekannte Kamerafreundin ist hier mit ihrem süßen kleinen Fukano. Hä? Dich habe ich doch schon mal irgendwo gesehen. Ach, du bist's, Partner. Nein, nicht Partner, Michael war der Name. Oh, Gemma. Die einzig wahre. Lang nicht gesehen, was? Du siehst frisch und munter aus. Es kommt mir wie gestern vor, dass du mir in Kitakami bei den Nachforschungen zum Blutmond geholfen hast. Hab ich übrigens bei mir im Team noch. Zur Feier unserer Wiedersehens zeige ich dir eine neue Pose. Hand am Kinn. Okay. Wie geht es dem Fukano, dass ich dir anvertraut habe? Macht es sich gut? Achso, das... ich hab's irgendwo verkauft. Ja, geht's gut. Nimm es doch heute wieder mal auf dein Abenteuer mit. Dann freut es sich. Kano. Nein, es ist nicht tot, Fukano. Warum liegst du so hin? Ah, du bist also gerade wegen eines Schüleraustauschs hier. Verstehe. Wie es der Zufall so will, habe ich vor kurzem an der hiesigen Akademie einen Job als Fotografin angefangen. Wow. Ganz schön cool, was? Naja, noch bin ich aber in der Probezeit. Anscheinend will die Akademie Schnappschüsse der Kuppel und einiger Schüsse zu PR-Zwecken nutzen. Wer ist bei einem Foto von dir? Ach, wo wir gerade von Fotos sprechen. Ich habe ein paar brandheiße Infos aufgeschnappt. Neues Pokémon oder was? Aber wenn ich dir davon erzähle, düst du bestimmt sofort wieder ab. Machen wir es so. Du fängst richtig viele Pokémon in der Kuppel, damit ich unauffällig Fotos von ihnen schießen kann und von dir. Und sobald du, sagen wir mal, 1000 Pokémon in deinem Blaubeer-Akku-Pokédex registriert hast, sollte ich genug Material gesammelt haben. Dann verrate ich dir meine brandheißen Infos. Wenn das sein muss. Okay, das heißt, hier werden wir dann auch noch... Sichlor, nervt doch nicht. Hey, die Musik. Auch Gen 5 Musik. Ich feiere das. War ein geiler Remix. Sehr nice. Ich liebe das Areal. Guck dir das NEC bei, alles ist nicht süß. Ja, doch. Aber es ist kleiner als ich dachte. Hier können wir unsere Pokémon heim im Bock haben. Aber wir haben noch nicht gekämpft. Doch, wir haben gekämpft, oder? Aber wir sind sowieso geheilt. Also, passt. Bei euch geht nichts ab. Kämpft gegen die Top 4. In der Blaubeer-Liga. Aber wenn man einen hohen Rang ragt, dann kann man gegen Top 4 kämpfen. Ah. Alright. So, wir wissen ja, wo wir lang sollen. Wir sollen hier geradeaus in die Richtung vom Savannengebiet rüber zu diesem anderen Gebiet. Verdammt, wie hieß das nochmal? Also das ist Savanne und das hier oben ist... Wo steht's? Küste. Genau, zur Küste sollen wir. Da ist der nächste Unterricht. Oder besser gesagt, der erste Unterricht. Und nein, gegen die Trainer kämpfen wir nicht. Habe ich glaube schon mal erwähnt, aber gegen die Dullis habe ich keine Lust zu kämpfen. Und diese Blöcke, die hier random rumstehen immer, ne? Das erinnert mich ein bisschen an, oh, cool, dass es das hier fangen soll. Das erinnert mich ein bisschen an, Tears of the Kingdom. Zelda. Ich weiß auch nicht warum, aber tut es auf jeden Fall. Und. Oh Mann, die Musik ist echt gut bisher. Die könnte den ersten DLC toppen. Könnte auf jeden Fall klappen. Aber ich muss sagen, irgendwie ist das erste Gebiet, das Savannengebiet, ein bisschen langweilig. Es ist halt bergauf, bergunter. Vielleicht bin es auch nur ich. Als ob man viel gar nicht einfach so fangen kann. Was geht denn hier ab? So viele Salzblöcke. Nee, was ist das? Und warum ist das hier so komisch aufgebaut? Das wirkt... Wieso Death-Blöcke, wenn ihr mich fragt? Aber es ist natürlich intentional. Ich frage mich nur, warum? Klettern können wir dann nicht. Interessant. Aber hier sind wir in der Küste. Schön viel Meer. Schön viel Entspannung. Und die Musik ändert sich hier. Du, 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 du. Denn hier wird es krass. Oh, Dominion. Ich habe mir nicht angeschaut, welche Pokémon zurückkommen. Ich habe mich nur spoilern lassen, welche neuen Pokémon auf uns warten. Weil ich das fast immer tue. Weil mich das einfach interessiert. Damit kann ich nämlich besser auch mein Team bauen. Pepek-Feder, okay. Was sieht auf Auflauf von Psyaugon, wird? Oh, hi ihr Süßen. Ich latsche einfach mal kurz vorbei, ja? Ihr seid doch nicht shiny, oder? Nein? Okay, dann latsche mal vorbei, ne? Ciao. So, wo müssen wir denn lang? Wir müssen geradeaus. Da sind wir da.
sehe ein paar Items rumliegen. Flottbar ist immer nice. Und hier bin ich richtig. Jetzt sind die alle reingespawnt. Ah, oh, Maike! Hi, was geht ab? Wir sind sehr nah. Hast du gut hierher gefunden? Was hast du gesagt? Hallo da zusammen, beginnen wir unseren heutigen Unterricht. Wie es aussieht, haben wir auch eine neue Schülerin in unserer Mitte. Willkommen! Wie ihr vielleicht wisst, ist das Küstenareal einer tropischen Insel nachempfunden. Daher leben auch viele Pokémon hier, die sonst in wärmerem Klima beheimatet sind. Beispielsweise gibt es eine Art, die größer gewachsen ist als in vielen anderen Regionen, weil sie besonders viel Licht abbekommen hat. Bei solchen Pokémon-Arten, die in manchen Regionen ein anderes Äußeres aufweisen, sprechen wir von Regionalformen. Und das bringt mich zu eurer heutigen Aufgabe. Ich möchte, dass ihr eine Regionalform fängt, genau gesagt die Alola-Form eines Pokémon. Wenn ihr erfolgreich wart, kommt bitte wieder hierher und zeigt mir euren Fang. Das finde ich cool. Dann mal auf mit euch. Dass sie so künstlich solche Sachen machen, das ist cool. Wir haben viel praxisorientierten, okay. Unterricht hier an der Blaubeerakademie. Dann mal viel Erfolg, gib alles bei deiner ersten Aufgabe. Ein Alolamon fangen, okay. Aber wo finde ich das denn jetzt? Hat das jetzt keiner irgendwie gesagt, oder? Ah, herrlich. Was hast du denn da? Cheese? Oh, Selfie-Stick. Oh. Oh Mann. Die Automaten hier, ne? Da kann man verschiedene Pokémon kaufen. Okay, also Shops. Schwimm-Pokémon lassen sich leichter mit Tauchbällen fangen, ja? No. Bubella gibt's hier. Das ist nice. Ich überlege nur gerade, wo wir jetzt hier Alola-Form finden sollen. Wo wir dafür lang sollen, verstehe ich noch nicht ganz. Warte, vielleicht geben die einen Tipps. Vielleicht soll ich nochmal zurückgehen und nach Tipps fragen. Die haben doch bestimmt noch ein paar mehr Infos, oder? Hi. Oh, und du kannst einen Pokémon von Alola fangen? Nein. Stell dir einfach vor, du wärst gerade in Alola. Oh, also einfach jetzt in der Küste mich umschauen. Okay. Dann renne ich einfach mal ein bisschen wild, verrückt umher. Alola. Da ist ein Alola-Pokémon. Das Kokowai hier. Ja, warum fangen wir es noch nicht einfach? Oder? Wir suchen uns doch ein anderes. Hier ist Sesokit. Ne, Sesokit ist ja kein Alola. Ja, na doch, komm, fangen wir das. Kokowai. Wo ist es hin? Wo ist das Kokowai hin? Das hat sich verdünnisiert. Oh nein. Ich hätte es fangen sollen, als ich es noch geschaut hatte. Ah ne, da ist es. Man kann es gar nicht. Nee, so ist der eigentliche Sprite von ihm. Man kann es gar nicht sehen. So, versuchen wir doch direkt mal mit dem wunderbaren, aller wunderbaren Bälle, den Flottball. Wir haben ja vorhin einen gefunden auf dem Boden, deshalb setzen wir ihn da direkt mal ein. Ist am meisten nützlich direkt am Anfang eines Kampfes. Normalerweise, ja. An welchem Level bist du? 65, das ist viel zu niedrig. Ich mach dich KO sofort. Ich kann es mit ein paar Hyperbällen versuchen. Ach ja, und weil es mir gerade einfällt, es gibt ein paar Codes, mit denen ihr zwei Pokémon einfach so geschenkt bekommen könnt. Das sind sehr, sehr coole geschenkte Pokémon, also die wollt ihr euch holen. Die könnt ihr, soweit ich weiß, ich bin nicht sicher, ob das wirklich so ist, aber soweit ich weiß, könnt ihr auch einfach so holen, wenn ihr nicht einmal den DLC besitzt. So, die zeige ich euch direkt mal, die Codes. Ja. Und zwar gehen wir dafür zum Poképortal, zu Geheimgeschenk, und dann Passwort. Die Musik ist ja echt nice. Okay, das erste Passwort heißt New Moon, aber die O's mit Nullen ersetzen. Moon ist, aber statt einem I eine 1. Und dann Coming mit einer 0 und einer 1. Coming. Und was New Moon is Coming bedeutet, weiß ich nicht genau, aber was wir bekommen, ist das mysteriöse Pokémon Darkrai. Also einfach so ein Darkrai geschenkt. Einfach so.
Wer noch keinen Dachreiher hat, aus irgendeinem Grund, weil eigentlich ist es jetzt nicht so selten, der kann es hier einfach so holen. Bis zum 21. Dezember. Von diesem Jahr. So, du erhältst Dachreiher. Mehr gibt's doch nicht zu sagen. Okay, nächster Seriencode. Der zweite von denen. Oder gibt's noch ein drittes? Ich guck mal kurz. Nee, es gibt nur einen. Noch. Und zwar Shiny, aber eine 1 das I. Shiny und Buddy. Shiny Buddy. Shiny Kumpel. Und was er dann einfach so bekommt, ist ein schillerndes Lucario. Ja, im Deutschen heißt es schillernd. Ein Shiny Lucario kriegt ihr hier geschenkt. Einfach so. Komplett random, aber ist auf jeden Fall so. Das geht bis zum 3. Januar. Also noch ein bisschen länger als Darkrai. Außerdem gibt es jetzt auch 5-Sterne-Raids mit Dialga und Palkia, wo ihr die beiden auch fangen könnt. Also wunderbar, falls ihr keinen BDSP kaufen könnt oder wollt oder was auch immer. Und ja, das war noch nicht alles. Denn per Internet empfangen gibt es doch ein kleines Geschenk, sehe ich gerade. Und zwar einen Meisterball. Ja, ein Meisterball. Einfach so. Echt krass, finde ich. Das ist dann jetzt mein zweiter Meisterball in diesem Spiel, weil ich meinen ersten noch nicht benutzt habe. Ich weiß noch gar nicht, wofür ich es benutzen soll. Klar, für so ein Shiny Legendary, aber... Es gibt Legendaries hier in dem DLC. Ich kann ja aber jetzt schon sagen, die sind, glaube ich, alle höchstwahrscheinlich Shiny Locked. Was bedeutet, kannst du die Shiny haben. So, Internetverbindung kann wieder getrennt werden. Das wollte ich euch noch zeigen. Und wir können jetzt direkt wieder zurückgehen und unseren Fang präsentieren. Biau. Hallo, süßes kleines Psiaugon, du stehst mir im Weg. Okay, ich gehe ja schon. Was ist eigentlich eure Meinung zu Gen 5? Ich meine, okay, die meisten von euch haben das irgendwie als euer Lieblingsspiel von Pokémon, aber... Es ist sehr nice, aber lange nicht mein Lieblings-Gen. Und? Konntest du den Pokémon fangen von Alola? Ja. Und zwar dieses Kokowai. Oh, das ist kein Zweifel. Das ist ganz klar Kokowai von Alola. Der Wachstumsschub dieses Pokémon machte seine Psychokräfte überflüssig. Stattdessen wurden die in ihm schlummernden Drachenkräfte erweckt. Was? Das ist die Aufgabe schon erledigt? Das war ein Klacks. War doch einfach verschwunden. Dann stellst du dich also nicht nur im Kämpfen, sondern auch in Fangen geschickt an. Da zeigt sich der hohe Standard der Orangenakademie. Also gut, kommt bitte mal alle her. Was gibt es denn? Für heute ist die Zeit um und der Unterricht damit beendet. Wem es noch nicht gelungen ist, ein Pokémon zu fangen, der macht das bitte als Hausaufgabe. Ich möchte nämlich dann morgen auf meinem Pult sehen. Bis zum nächsten Mal. Ach nee, jetzt habe ich auch noch Hausaufgaben. Und, wie fandest du deinen ersten Unterricht bei uns? Es war total einfach. Wirklich? Du bist von deiner Akademie wohl schwierige Kurse gewohnt. Oh, fast vergessen! Ich muss doch im AG-Raum vorbeischauen. Ja, damit ist meine Führung dann auch zu Ende. Aber eine nützliche Info habe ich noch. Hier an der Akademie kann man nach dem Unterricht Blaubeermissionen oder einfach kurz Missionen erledigen. Diese Aufgaben werden von der Akademie gestellt und finden innerhalb der Kuppel statt. Manchmal geht es um Autokämpfe, manchmal auch darum, bestimmte Pokémon zu fangen. Missionen können alles Mögliche beinhalten. Niemand weiß, welche Aufgabe als nächstes gestellt wird oder wo genau sie stattfindet. Wenn eine Mission abschließt, erhältst du im Gegenzug Blaubeerpunkte oder kurz BP. Das ist quasi eine Art Währung hier an der Akademie. BP kann man wie Geld in der Mensa und in Geschäften verwenden und bald auch für AGs. Jedenfalls kann es sich nicht schaden, Missionen zu erledigen und sich damit BP zu verdienen. Okay, Missionen sollen außerschulische Aktivitäten an der Blaubeerakademie fördern, wenn du die Mission erledigst. BP, die zur Verfügung stehende Mission, kannst du mit dem rechten Knopf sehen. Es werden 3 normale Missionen angezeigt, wenn du erledigt hast, wird sie durch eine neue ersetzt. Nach dem Abschluss von 10 Missionen kannst du dich an einer besonderen Bonusmission versuchen, okay. Wenn du den Freundeskreis bis Funktionen nutzt, kannst du Freunden bei ihrer Mission helfen. Alle Teilnehmer kriegen BP. Okay. PP kann in der Mensa ausgegeben werden, in der AG-Räumen auch und Akademie-Kiosk auch. So, das war's. Tut mir leid, dass ich so plötzlich davon düse, aber ich muss echt los. Viel Spaß noch an der Akademie. Ciao, aber ich weiß jetzt nicht, was meine nächste Mission ist. Was muss ich denn jetzt nächstes machen? Soll ich mir jetzt einfach umschauen?
Spiel! Oh, okay, wir kriegen einen Anruf. Jetzt kriegst du gesagt. Bring, bring! Hi, spreche mit Maike? Ich bin's, Hanna. Ich habe gehört, du bist als Außerschülerin an die Blaubeerakademie gekommen. Ja, hi, Hanna. Willkommen. Ja, willkommen. War wie das falsche Wort, egal. Super, hi! Einer der Lehrer hat es mir gesteckt. Hätte nicht gedacht, dich jemals an meiner Schule begegnen zu können. Ich weiß schon fast nicht mehr, wie du aussiehst. Also wird es höchste Zeit für ein Treffen. Ja, ich habe meinen Hairstyle ein bisschen geändert. Mal überlegen. Oh, warst du schon in der Terra-Kuppel? Im Zentrum der Kuppel gibt es den sogenannten Zentralplatz. Treffen wir uns dort. Alles klar. Jetzt weiß ich zumindest, wo ich hin soll. Und zwar in die Mitte. Aber wo ist denn die? Blub. Die ist... Ja, hier. Okay. Hier ist auch ein Pokémon-Center. Also kann man sich auch direkt hinporten, wenn man dann da ist. Und... Das schneide ich, glaube ich, raus. Okay, also, wir können den Weg hier nehmen, oder? Ah, ich glaube, wenn man hier lang geht, einfach nach oben gucken und den Strichen folgen, die in die Mitte führen. Hier müsste es doch sein, oder? Ich weiß übrigens nicht, ob man das hier schon machen kann, wenn man noch nicht das Main Game durch hat. Ich glaube, man muss wirklich das Main Game noch durch haben, damit man diesen DLC-Bereich machen kann. Und ich weiß auch nicht, ob man den anderen DLC erstmal gemacht haben muss. Ich glaube aber nicht. Ich glaube, man kann einfach dann mit beiden PCs reden und dann sich einfach entscheiden, welches man zuerst machen möchte. Ist zumindest meine Vermutung. Ich weiß nicht, ob das so stimmt, aber davon gehe ich jetzt einfach mal aus. So, da unten ist es. Diese komischen Deathblöcke, die zeigen einem den Punkt an. Ich weiß nicht, sieht irgendwie hässlich aus, meiner Meinung nach. Sieht ein bisschen lame aus, aber ja, hier ist ein Zentralplatz. Und hier sind viele Menschen. Wusstest du, dass Terra-Kristall-Orbs nur den besten Schülern vorbehalten ist? Das Material, aus dem sie bestehen, ist anscheinend sehr kostbar. Der Kristallisierung ist sehr komplex. Manchmal weist das Pokémon danach mehr Schwächen auf als zuvor. Ja, ja. Muss man aufpassen. Die kann man leider nicht klettern. Das nervt mich ein wenig. Hm? Kann es sein, dass sich die Farben der Blöcke je nach Areal unterscheiden? Oh. Das weiß ich jetzt nicht. Ah doch, hast recht. Voller Power. Ein Yugong. Sieht man auch nicht immer. Hallöchen. Mich verlaufen. Ein Streit? Die Kinder der Liga AG scheinen sich zerschritten zu haben. Als Lehrerin ist es meine Aufgabe, die Dinge wieder in Ordnung zu bringen. Okay, warum erzählst du mir das? Und in aller Öffentlichkeit? Frage ich mich da. Okay, wo sollen wir denn lang? Wo ist denn Hanna? Ich möchte Hanna wiedersehen. Ist noch Joe hier? Oder nur sie? Wo ist sie denn? Ach, hier! Nee. Warte. Oben? Ich achte gerade auf den Punkt in der Map. Ah, hier ist sie! Hanna! Gefunden! Und da oben ist der Center. Keine Station halt. Einer Wachperson. Einer Schwester Joy, so gesehen. Ja, schon. Ist gerade einfach stressig, weißt du? Das kann ich nachvollziehen. Hanna, du hast einen Gast. Hä? Ach, Maike, da bist du ja. Lang nicht gesehen. Na, hast du mich schon vermisst? Aber klar doch, Hanna. Schön, dass du es so offen zugibst. Hm? Es ist Zeit, ich muss gehen. Es war meine Freude, Hanna. Bis bald. Oh, ja, wir sehen uns. Wer war das denn? Freundin? Das war eine Klassenkameradin von mir. Sie ist eine total interessante Persönlichkeit. Also, irgendwie komisch, dich hier an der Akademie zu sehen, Maike. Wieso? Ist doch cool. Ich muss sagen, du siehst aus, als hättest du dich kein bisschen verändert. Nur deine Haare. Weißt du was? Ich war letzte Zeit zusammen mit Miss Brianna in verschiedenen Regionen unterwegs, um ihr bei ihrer Forschung zu helfen. Dadurch sind meine Pokémon seit unserem letzten Kampf noch viel stärker geworden. Du willst kämpfen? Hey! Du willst kämpfen? Du schickst es zu viel? Gibt's hier auch gleich einen Kampfplatz? Na dann, auf Position! Meinetwegen. Dann geht's jetzt auf zu einem Kampf. Bist du bereit? Ja, ich lasse den Socken hauen. Und zwar in einem Doppelkampf. Kann das sein, dass du deshalb so schlecht warst immer? Weil du nur Doppelkämpfe gewohnt bist? Wenn sehen, in diesem Kampf gegen Hanna. Wir haben Joe noch gar nicht gesehen, aber... Naja, vom Ende vom letzten DLC weiß man ja, dass Joe ein bisschen böse war. Also, auf uns war. Nicht wirklich böse. Willkommen in der Sackkuppel. Zur Feier kriegst du gleich eins auf den Deckel. Das wollen wir doch mal sehen, du... Tukanon und Magneien.
Okay, Power Punch. Nee, komm, Rollwände. Machen wir mal die Rollwände und du den Sirup. Den möchte ich jetzt endlich mal sehen. Erhältst einen Schnabel. Ey! Auf damit! Bam! Oh, macht gar keinen Damage. Und natürlich brenne ich. Oh Mann. Okay, aber jetzt treffen wir doch bestimmt, oder? So, ich muss es rausholen. Ich glaube, es kommt danach. Nee, es kommt jetzt sogar schon. Ogapon! Ich mag Ogapon. Das ist einer meiner Lieblingslegis. Ich hoffe, euer ist auch. Oh, hallo Ogapon! Du hast mich doch bestimmt vermisst, oder? Cool, dass du was dazu sagst. Das mag ich. Oh, das mag ich nicht. Super Zahn, bringt immer auf die Hälfte. Boom. Schön vergoldet. Ist das ein gleiches Song vom ersten DLC? Das ist ein neuer. Ich bin mir echt nicht sicher. Bin mir gerade nicht sicher. Ich weiß es nicht. Oh, was macht er da? Der lädt sich weiter auf. Oh, oh. Aufpassen. Bam. Magnein schon mal down. Hey, bist du aber auch mal eine Attacke, die nicht sehr effektiv ist. Und welches ich will? Ich will gewinnen! Dafür bin ich doch hier. Sirupbombe! Oh, ernsthaft? Okay. Plan B! Nein! Ogapon! Verdammt! Ja, Hannes? Zum Teil besser geworden, sagen wir mal so. Warum habe ich Kokowai noch hier drin? Habe ich voll vergessen rauszutun. Naja, das muss auf jeden Fall dann gleich mal raus. Aber erstmal brauchen wir einen Helden. Einen Helden namens Defiman. Denn er kann gegen Iro-Kicks ankommen wahrscheinlich. Eigentlich wegen Tukanon, aber dann halt auch gegen Iro-Kicks. Machen wir einfach mal genau das. So, aber dich switch ich mal raus, Kumpel. Ich glaube, Vater Lütscher ist jetzt ein bisschen besser angebracht. Also, renn da mit ihm! Oder mit ihr. Ich weiß nicht mehr. Oh oh. Der lädt sich immer weiter auf. Das ist nicht gut. Der muss so schnell wie möglich down gehen. Nein! Das war sogar ein Crit. Oh ja, klar, dass du gleich so übertreibst. Hast du schon mal was von Rücksicht gehört? Natürlich kannst du Ice Heap. Natürlich. Ja. Ja, natürlich erstarre ich zu Eis. Was soll denn auch sonst passieren? Och, Hanna, was machst du hier mit mir? Du kriegst jetzt auch einen auf den Deckel. Ja. Achso, du bist eingefroren. Dann. Ich hab keinen Bock rauszuswitchen, ne? Kannst du mal versuchen. Ich weiß übrigens gerade nicht, welchen Typen Iro-Kicks hat. Ich glaube, Kampfgestein oder sowas würde ich jetzt mal vermuten. Ich habe das Ding nie benutzt, müsst ihr wissen. Deshalb weiß ich das jetzt gerade nicht. So, Level Ups. Level 90 schon mit meinem Apfel. Oh no. Vielleicht ein bisschen zu hoch? Aber deswegen geht ja auch immer sehr schnell flöten. Geht sehr schnell down, leider. Ach, das ist der letzte Pokémon. Das sind nur drei. Okay. Dann soll ich mal fair sein, auch nur mit drei Pokémon kämpfen, oder? Das ist auch fair. War ja nicht cheaten. Aber gut, dass Iro-Kick jetzt brennt. Das freut mich. Auch wenn es gerade regnet und eigentlich jetzt niemand brennen sollte. Hä, nein, nee, das ist wirklich noch ein viertes Pokémon. Portalitcha. Das gleiche Ding, was ich habe. Ah, da sieht man es auch oben rechts. Habe ich gar nicht gecheckt. So, Power Punch können wir. Warte, ist nicht Power Punch, das ist nochmal eine Runde. Ja, nee. Dann lass es. Dann lass es. Greif das Ding an und kill den Iro-Kicks. Dann holen wir doch mal das Ass aus dem Ärmel. Zeit für die Terrakristallisierung. Oh oh. Auf wen denn?
auf. Ja, okay. Dann ist okay. Welchen Typen denn? Typ Pflanze? Ja. Typ Pflanze. Umso besser. Hä? Was hast du denn für eine Verteidigung auf einmal? What the hell? Los, Vatelita! Quirl unsere Freundin hier ordentlich durch! Oh no! Oh no! Oh, war klar! Telfyman, nein! Das sieht gar nicht gut aus mehr für uns. Okay. Dann muss ich wohl mit mehr als 4 Pokémon ja kämpfen. Knirscher daneben. Nee. Boah, ich bin tot wegen Verbrennung. Oder kann ich noch schnell raus switchen, bevor es passiert? Nee, kann ich nicht. Yay, yippie, juhu. Okay, ihr habt es so gewollt. So, du brennst einmal schön. Und ich setze ein. Freddy! Links! Und Sir Driplin rechts. Letzten beiden Pokémon, die ich noch hab. Einer von denen down geht, sollte ich auf jeden Fall mal einen Beleber einsetzen. Und den müsste ich eigentlich noch welche haben. Okay, lass kurz überlegen. Erdkräfte. Nicht so effektiv, bei dem weiß ich es nicht. Ich weiß gerade nicht, was ich tun soll, ehrlich gesagt. Bin mir gerade nicht sicher. Doch, ich glaube, ich gehe auf ihn. Und du machst eine Genesung und versuchst es einfach mal. Oh oh. Ja! Daneben! Ah ne, nur Sir Duplin daneben. Okay. Freddy überlebt es ganz knapp noch. Aber der Icy! Nein! Okay, ich muss dringend einen Beleber einsetzen. Gut, dass ich Kokoball drin habe jetzt. Jetzt bin ich froh, dass es drin ist. So, Erdkräfte. Bam! Irokeks ist down. Kann kein Ice Heap mehr einsetzen. Okay. Kokowai. Kann erstmal rein. Schnüffler. Quarkobiere. Das ist aber nicht okay. So, setz mal den Blut. Mond. Oder? Mondschein. Dann machen wir Mondschein und einen Beleber auf und davon. Ich weiß es nicht. Eigentlich würde ich sagen Delphi-Man. Auch wenn natürlich Pflanze sehr effektiv gegen ihn ist, er ist fast. Er ist sehr, sehr schnell und das könnte trotzdem noch wirken, ja. Außer der Quirlschuss bringt jetzt aus irgendeinem Grund beide Pokémon um, dann habe ich ein riesiges Problem. Ne, nur Freddy. Okay. Ja. War klar. Oha. Ich hätte nicht gedacht, dass das jetzt so ein starkes Pokémon wird. Okay, mein Held. Du musst jetzt nochmal deinen Skill beweisen mit einer. Nee, komm, einfach Akrobatik. Und du? Ego-Samen. Keine schlechte Idee. Okay, fast die Hälfte. Ist okay. Ich weiß, der Kampf geht viel länger an, als er sollte, aber ich bin auch gar nicht vorbereitet, ehrlich gesagt. Ich glaube, den Rest hier schneide ich für euch. Ich überlege mir mal was. Ich glaube, ich setze ein paar Beleber ein und guck mal, wenn ich so belebe und alles. Okay, da bin ich wieder. Sir Driplin war die Antwort. Ich habe ein paar Beleber verschwendet für Delphi-Man. Ich hatte Akrobatik ganz schnell einfach machen. Würde funktionieren. Nein, einfach ein gleichtypiges Pokémon reintun mit einer starken Attacke von einem anderen Typen. Ist die Lösung gewesen. Natürlich, der Level 90 Pokémon kriegt meiste XP, ist klar. Oh Mann. Das lief ganz und gar nicht nach meinem Plan. Auch meinem. Dabei bin ich durch die Charakterisierung noch stärker geworden. Aber nein, du musst es gleich noch stärker werden. Doch das bestätigt nur meinen Eindruck, dass du dich nicht verändert hast. Du kämpfst nach wie vor gnadenlos gut. Bodenlos gut sogar.
Ach ja, hast du zufällig schon Joe getroffen? Nee. Keine Ahnung, wo er ist. Ah, egal. Wenn du ihn noch nicht gesehen hast, schon gut. Ernsthaft, warum kriegst du das nicht hin? Das war doch... Hä? Wer ist das denn? Wie er guckt, so ein Psychoblick. Ja, es ist Joe. Was? Das ist Joe? Puh, zum Glück hat er uns nicht gesehen. Der sieht ja ganz anders aus. Psst, nicht so laut. Habe ich dir nicht gesagt, dass du fünf Pokémon trainieren sollst? Also, tut mir leid, ich hatte diesen Monat zu Hause echt viel um die Ohren. Ah, verstehe. Du wirst also ein Leben lang ein Verlierer bleiben, hä? Nein, ich... Wenn du so beschäftigt bist, lass mich dir etwas Arbeit abnehmen. Ich werde deine Austrittserklärung aus der AG für dich schreiben. Wer es nicht ernst meint, hat mit meiner AG nichts zu tun. Warte, Joe, bitte gib mir noch eine Chance. What? Er ist ein Mobber geworden. Nee, keine Ahnung, so ein richtiger Bad Guy. Das hat dich bestimmt überrascht, oder? Seit der Exkursion ist Joe kaum wiederzuerkennen. Er hat sich total verändert, sowohl äußerlich als auch in seinem Verhalten. Oh Mann, das war gerade echt nicht schön damit anzusehen. Sieh an, Hanna. Und dich kenne ich nicht. Aber ich glaube, ich habe schon von dir gehört. Na toll, jetzt haben wir auch noch dich an der Backe. Ach komm, du könntest mich doch zumindest mal vorstellen. Das ist Levi. Und der Typ ist echt das Letzte. Das macht doch einen netten Eindruck. Er war mal der stärkste Trainer in der Blaubeerakademie. Betonung liegt auf wahr. Na, vielen Dank auch. Das ist Maike. Sie ist als Austauschschülerin hier und eine Freundin von mir. Ah, dann bist du also auch schon mit Joe befreundet, stimmt's? Genau. So. Verstehe. Coole Sache. Hey, Maike, wie wär's, wenn ich dir unseren AG-Raum zeig? Was? Warum das denn? Du bist noch keine AG beigetreten, oder? Wenn du bei einer AG mitmachst, lässt sich die Zeit in der Akademie viel leichter totschlagen. Warum machst du nicht gleich mit bei uns mit? Wir freuen uns immer über neue Zugänge. Dann komm mal mit. Moment mal! Denkt er könnte Leute einfach so herumkommandieren? Ah, der Kerl bringt mich echt zur Weißglut! Ich komme auch mit. Jo.